Hi! Willkommen bei Grünchill Barbecue Lifestyle. Heute gibt's Ribeye. Und nicht aus dem Beefer oder aus dem normalen Grill, sondern vom Wokbrenner, vom Roaring Dragon. Und ob der als Alternative taugt, das sehen wir heute. Viel Spaß! Dann geht's hier gleich los mit den Zutaten. Wir brauchen Salz und Pfeffer. Nehmt da, was euch schmeckt. Dann ein schön durchzogenes Ribeye Steak von Tann, ca. 380 Gramm. Das sind schon die ganzen Zutaten, ist alles in der Infobox verlinkt. Und dann geht's los am Wok. So, den Roaring Dragon mal eingeheizt. Hier die Plancha. Legen wir mal schön drauf. Bisschen eingeölt. Und dann heizen wir mal ein. Dann geht's los mit der wilden Fahrt. Plancha ist schön heiß. Noch ein bisschen Öl. Schön verteilen auf dem Ribeye. Und dann starten wir durch. Das passt so, nehmen wir raus und gleich in den Grill rein zum Nachziehen. Plancha wieder schön rein. Und das Ribeye dazu. Und dann lassen wir das mal schön ziehen, bis auf 49 Grad bei mir. Wer es gerne ein bisschen mehr durch hat, geht da auf 253 hoch. Keine Temperatur ist erreicht, nehmen wir raus. So Freunde, habt's gesehen. Sieht mal wieder nicht schlecht aus, würde ich mal sagen. Alternativ zum Beefer. Für mich eine gelungene Sache. Da könnt ihr Steaks drauf machen und auch gleichzeitig wokken. Hat eine richtige Power, die Maschine. Für alle anderen, die einen Beefer haben oder möchten, wenn ihr viel Steaks macht, T-Bone Steaks oder Ribeye oder was auch immer, lohnt sich das auf jeden Fall. Für mich nicht. Ich mache da zwischendurch mal was und da reicht mir der Roaring Dragon mit der Leistung vollkommen aus. Und ja, dann würde ich mal sagen, wir schneiden mal an und testen das. Man sieht es gut, richtig saftig geworden. Schneid mir da mal ein Stückchen runter.
bisschen Salz und Pfeffer drauf. Ja, und dann wird mal angetestet. Richtig gute Röstaromen. Da braucht es nicht viel. Pfeffer und Salz, perfekt. Ja, ihr seht, es geht auch auf dem Rogan Dragon fast so gut wie auf dem Beefer. Für mich eine gute Alternative. Und wenn es gefallen hat, würde ich mich freuen über einen Daumen hoch. Ein Abo nicht vergessen. Hier mal einen Shop reinschauen. Zwei weitere Folgen für euch. Schaut auch mal rein bei Grünchill Barbecue und Lifestyle International bei Facebook. Eure Meinung würde mich sehr freuen. Schreibt sie unten rein. Kann das was oder ist das nichts gegen den Beefer? Und bis zum nächsten Mal bei Grünchill Barbecue und Lifestyle. See ya!